An der finalen Station von meiner Ausbildung zum Cowboy geht es heute als Eingemachte. Nach all den Ausbildungsschritten bin ich heute bereit, um auf dem Ross die Kuhherde in den Stall zu treiben. Dazu bin ich heute Gast auf dem Bauernhof beim Andreas Nussbaumer im Burgrhein. Die Kühe warten schon, ich gehe mich das letzte Mal umziehen. Beim Zusammentreiben der Kühe unterstützt mich das Ross Adonia. Während wir durch den Burgrhein-Hof reiten, schauen uns Besucher belustigend entgegen. Zwei Cowboys sind im Burgrhein schliesslich nicht alltag zu sehen. Nach ungefähr 500 Meter Weg kommen Andreas Nussbaumer, Adonia und ich bei der Weide an. Die rund 60 Kühe vom Biohof Burgrhein warten schon darauf, in den Stall geholt zu werden. Die Kühe schauen ganz verwundert. Dass hier einer auf dem Ross vorbeikommt, das ist nämlich alles andere als alltäglich. Normalerweise holt Andreas Nussbaumer sie nämlich zu Fuß in den Stall. Trotz meiner absolvierten Cowboy-Ausbildung musste ich mir eingestehen, dass meine Reitfähigkeiten hier doch nicht ganz reichen, um die Kühe zu bändigen. Wer genau schaut, hat es vielleicht schon gemerkt. Ein Stunt-Double ist im Einsatz. Wenn die Kühe der eine auf dem Pfad angekommen sind, der in den Stall zurückführt, geht das Ganze fast automatisch. Ohne grossen Antrieb laufen sie selber zurück. Die Arbeit ist gemacht, die Kühe sind im Stall. Ohne Stunt-Double ist er nachher am Schluss gleich nicht ganz gegangen. Meine Ausbildung zum Cowboy ist damit abgeschlossen. Adieu miteinander.